Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und herzlich willkommen zu einer neuen weiteren Runde Call of Duty Black Ops 2 auf der Map Hijacked. Und wir spielen heute Herrschaft mit Blaupunkt 1234. Das ist heute der edle Gameplay-Spender und heute möchten wir mal über Politik sprechen. Oh ja, Politik. Viele Leute von euch wählen nicht. Manche sind noch gar nicht im Wahlalter und manche sagen einfach: Warum soll ich wählen? Es bringt doch eh nichts, oder? Das ist doch das meiste, was man so hört von den Jugendlichen und von den Erstwählern. Aber, Leute, ich kann euch nur sagen, die Wahl ist das Großartigste auf der Welt, was es gibt. Weil wir Deutsche dürfen eine Stimme abgeben, was in anderen Ländern überhaupt nicht möglich ist. Die Wahl sollte man nicht einfach so sehen: Ach, ich gehe nicht wählen, warum, was bringt das? Politiker, scheiße, Mann, die machen doch eh nichts, oder? Aber es bringt doch was. Wenn du nicht wählen tust, dann erhöhst du natürlich die Stimmen für die sogenannten braunen Parteien, also für die sogenannten Rechtsextremisten, für die NPD. Und ich denke mal, keiner von euch will irgendwie, dass die NPD irgendwie an Aufschwung gewinnt oder irgendwie, ja, wie soll man sagen, dass die mehr Wähler bekommen. Und aus dem Grund ist es wichtig, dass du diese Parteien überhaupt nicht wählst, also die NPD oder zum Beispiel, sollst du eigentlich gar nicht wählen. Wähl lieber zum Beispiel, ja, was dir einfach sympathisch ist. Ich kann dir jetzt nicht sagen, hey, wähl das, das ist deine Entscheidung. Ich kann dir mal sagen, was ich wählen werde. Ich werde auf jeden Fall nicht die CDU wählen, weil die CDU tatsächlich schon zu oft gelogen hat und schon so oft das Geld verschwendet hat. Ich werde ganz klar wahrscheinlich die Grünen oder die SPD wählen, weil die einfach Geld in Bildung stecken möchten, Geld in Kita-Plätze und Geld einfach in Schulbildung investieren möchten. Und das ist schon mal was ganz, ganz Wichtiges. Und aus dem Grund werde ich auf jeden Fall diese Partei wählen oder die andere Partei, die Grüne oder die SPD. Die Grünen sind mir aber auch sehr sympathisch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die sich einfach einsetzen für den Bürger. Die sind auch sehr volksnah und sind einfach richtig cool drauf, muss ich sagen. Und die Grünen haben einfach ein cooles Wahlprogramm, muss man sagen. Nein Atomkraft, sondern ja zu ökologischer Energie, was auch sehr wichtig ist, weil Atomkraft ist ganz klar schmutzige Energie und die muss weg. Weil 500 oder 600 Jahren wird die Nachwelt extreme Probleme haben durch dieses ganze Atomkraft-Scheiß und dann wird man sich zurückerinnern können an die grüne Partei, die hat etwas getan, wenn ihr versteht, was ich meine. So, es gibt ja noch die sogenannte Piratenpartei und ich habe gestern ein Interview gesehen mit so einer Politikerin von der Piratenpartei. So, die hat gesagt, man sollte Marihuana legalisieren und das Kiffen erlauben. Da denke ich mir schon, warum ist Marihuana eigentlich verboten? Das hat doch Gründe. Stellt euch mal vor, Marihuana wäre jetzt legalisiert. Jeder würde hier einen Yogi-Tee am Morgen trinken mit Rainer Langhans oder was weiß ich und kiffen. Kiffen macht süchtig. Absolut. Und stellt euch mal vor, wir würden in einer Nation leben, wo jeder nur Marihuana raucht, jeder gechillt irgendwo in der Ecke liegt oder so. Keiner würde mehr richtig hier Arbeitswillen zeigen, weil wenn du einmal einen Joint rauchst, dann bist du gechillt, dann bist du müde, dann bist du einfach, ja, dann bist du einfach, ja, in einer anderen Welt einfach so. Und die ganzen Autounfälle, die entstehen würden, wenn jeder hier kiffen würde. Also ich will es gar nicht ausdenken, es ist gut, dass es verboten ist. Und jetzt kommt die Piratenpartei an und sagt, es gehört legalisiert. Das Problem ist, die Piratenpartei nutzt das in meinen Augen aus, weil eben sehr viele Jugendliche und sehr viele jüngere Menschen eben einmal Marihuana geraucht haben. Das ist absolut Fakt. In diesem Video werden mindestens 15 bis 20 Leute zugucken, die schon mal Gras geraucht haben oder ab und zu mal ein bisschen Gras rauchen. Und ich finde das ganz schlimm, weil man sollte gar nicht erstmal in Versuchung kommen, Marihuana zu rauchen, weil es einfach süchtig macht.
auch schädlich ist. Ja, man hört nur Marihuana, ha, super gutes Zeug, das hilft. Natürlich hilft das gegen Krankheiten und gegen Stress und gegen andere Dinge. Aber es ist nicht das Problem. Es ist nicht die Hilfe, Marihuana, sondern es verschlimmert im Endeffekt nur noch deine Situation. Auch wenn das manche nicht verstehen möchten. Jetzt bin ich ein bisschen abgewandert, jetzt sind wir ein bisschen weiter weg. Ein 95 zu 78, es geht noch ein bisschen weiter. Und wir haben jetzt ein bisschen philosophiert über die Parteien. Piratenpartei, halte ich gar nichts davon. CDU, CSU sind sowieso die größten Betrüger in meinen Augen. Und SPD ist wählbar und die Grüne Partei ist in meinen Augen auch wählbar. Das sind die zwei Parteien, die ich wählen würde. Weil wenn man diese Parteien wählt, macht man in meinen Augen alles richtig. Ich möchte noch einen kleinen Satz sagen, und zwar die CSU und die CDU. Ich sage nur Homosexualität. Ja, ja, das passt gar nicht miteinander, weil die CDU und CSU, ja, sind homofeindlich. Ich sag's, wie es ist. Haut auf jeden Fall rein, Leute. Wählt, was gut ist. Wählt die gute Partei. Wählt eine Partei, die in euren Augen gut ist. Aber bitte wählt niemals die braune Partei. Hau rein. Bis dann. Ciao und see you later, Alligator Man. Ich gehe jetzt noch ein bisschen, in die Spielhalle und so. Nee, Spaß. Hau rein. Ciao.